So, Kangama. Kann Gama das bitte zur Seite schieben? So, und den runter. Und nach links. Okay, der Felsen da oben muss erst weg. Sonst haben wir hier gleich ein Problem. Haben wir Enton gefangen? Nee, wir müssen Rosana einsetzen. Unser Nidoking hat Enton getötet. Rosana, Rotzana, da haben wir es. Mal schauen, dann fehlt noch Yugong. Ich glaube, es gibt hier auch wilde Yugongs. Haben wir noch irgendwas hier nicht bekommen? Bestimmt, aber mir fällt es gerade nicht ein. Fleckmann müsste es hier noch geben. Vielleicht sogar Lamus, ich weiß es nicht. Dieses Pokémon, noch eine Ente, lullt Gegner mit hypnotisierendem Blick ein, bevor es seine Psy-Kräfte einsetzt. Enton, nein. Enton! Enton, Enton, Enton! Meins? So, nur schieben ist schöner. Den da rein. Juhu. Ja, Jurob, haben wir. Wir haben schon eine Robbe, auf die wir uns draufsetzen können. Jetzt fange ich an zu gehen. Ist immer die Zeit, ein Zeichen dafür, dass vielleicht mal das Fenster geöffnet und die Luft gewechselt werden sollte. Ja. Oder dass man mehr Schlaf braucht. Vielleicht auch das. Gehen wir mal runter. Okay. Das hat hingehauen. Da ist Arktos. Hallöchen. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir vier Felsen runterschieben müssen und nicht nur zwei. Aber gut, dann haben wir zwei runtergeschoben. Wir platzieren uns nirgendwo. Krabi. Ja, stimmt, es hat Ballons am Haken, das haben wir. Flucht. Ja, wir lassen Nidoking jetzt ein. Nee. Wir haben gesagt, wir setzen Rosana in den Kampf. Das machen wir jetzt auch. Da kann Arktos nicht allzu viel gegen ausrichten. Die einzige Nicht-Eis-Attacke, die es hat, die Schaden macht. Jaul. Ja, Arktos ist so cool. Dürfte Schnabel sein bei Arktos. Arktos ist so cool. Ich finde es so schön auch. Eins der schönsten Pokémon überhaupt. Wenn nicht sogar das Schönste. Also jetzt vielleicht nicht zwingend in diesem Sprite. Auch da ist es jetzt nicht sehr hässlich. Okay, der Schaden von dem Schnabel ist aber hart. Wow. Ja, genau. Eisstrahl sollst du machen und dann auch nur so wenig Schaden. Ist jetzt, glaube ich, trotzdem tot. Ja. Okay. Habe ich eben gespeichert? Scheiße, Kurzzeitgedächtnis und so. Kann Gama das schaffen? Ich weiß es nicht. Ist jetzt noch zu paralysieren? Wir brauchen Paralyse. Ohne klappt's nicht. Volltreffer. Ja, schade. Wir müssen resetten. Resetten habe ich gesagt. Resetten. Steuerung R funktioniert nicht. Nee. Okay. Reset Gameboy. Dann halt mit der Maus. Ja, schade. Jetzt sehen wir auch auf jeden Fall, ob wir gespeichert haben vor Arktos. Oh, Kurzzeitgedächtnis, ey. Bestimmt wegen dem Gen. Das liegt nur an dem Gener. Dass ich das nicht mehr gesehen habe. Wir haben gespeichert. Natürlich haben wir gespeichert. Wir sind klasse. Okay, Versuch Nummer 2. Arktos. Rufana! Psycho-Vibe, Alter, nach diesem hübschen Ruf.
Also noch einen Eisstrahl halten wir auf jeden Fall aus. Es ist paralysiert. Sehr schön. Genau das wollten wir sehen. Wir wechseln aber mal. Auf. Nee, wir wechseln nicht. Wir können danach immer noch Labras einsetzen. Da kann es sich an Arktos laben. Ja. Weil ich glaube, Nidoking und Kangama würden dann doch vielleicht ein bisschen viel Schaden machen mit dem Body Slam. Body Slam. Ja. So lässt es sich gut runterbringen. Ja, okay. Noch einmal geht leider nicht. Haben wir noch irgendeine Attacke, die dem nicht viel Schaden zufügen würde? Magma, nein. Er hier, nein. Er hier, nein. Nö, wir schmeißen Bälle. Es ist entschieden, wir schmeißen Bälle. Es ist im roten Bereich und paralysiert. Wir werfen Bälle. Und da haben wir es. Sehr schön. Das ging flott und gut. Viel besser als bei Lavados. Für Arktos wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Arktos. Ein legendäres Vogel-Pokémon, das angeblich in Gletschern verirrten Wanderern den Weg weist. Möchtest du Arktos einen Spitznamen geben? Schätzchen, Darling. Oh, nein. Ein so tolles Pokémon und trotzdem nutze ich es in meinem Hauptteam auch nicht mehr, einfach weil ich keine legendären Pokémon nutze. Ja, es ist zwar nicht so stark in seinem Damage-Output wie andere legendäre Pokémon, aber es ist trotzdem noch legendär. Hat dafür halt als Ausgleich stärkere Verteidigungswerte. Ja, schade. Ich finde es so toll und so schön. Aber einfach weil es legendär ist, nutze ich es deswegen trotzdem nicht mehr. Ja, hier kommt stattdessen Porenta ins Team. Ab Generation 2 ist es zum Fliegen dann auch X-Bart. Ja, eigentlich könnten wir jetzt... Ich habe keine Lust, hier den Rest noch zu erkunden. Wir nutzen ein Fluchtseil. So, dann legen wir mal kurz... was. Wir heilen erstmal, dann legen wir ab. Ja, heilen bitte. Mal überlegen, Zapdos kann, ich weiß nicht, Donner oder Donnerblitz. Vielleicht sogar, nee, Donner. Donnerblitz lernt es, glaube ich, auf Level 51 und es kann Bohrschnabel. Welches Pokémon haben wir dabei, was am meisten unter Zapdos leiden würde? Weil irgendeins müssen wir ablegen für Dings, Rosana. Dodri. Aber nee, Dodri brauchen wir, um wieder wegzufliegen. Oh. Theoretisch. Obwohl, Moment, wir können uns das ja immer noch wiederholen, wenn wir beim Pokémon Center vorm Felstunnel sind. Dann ist es egal, was wir ablegen. Wir legen jetzt einfach Rosana ab. Und wir legen noch eins ab. Wir legen Kangama ab. Und dann legen wir sogar noch eins ab. Nidoking. Ist ja egal, was. So, wir nehmen jetzt mit Enton und wir nehmen mit Europ. So, Box wechseln. Einverstanden? Ja. Wir gehen in die 1, schauen, ob wir da noch was reinlegen können. Nein, kein Platz. Okay, wir hätten nur ein Pokémon mitnehmen müssen. Box wechseln. Ja, einverstanden. Wir gehen in die 2. Nein, nicht Box wechseln. Nein. Wir holen uns Klofenser. Es dürfte theoretisch in Box 2 sein. Jawohl. Ablegen. Dafür legen wir direkt ein anderes Pokémon wieder rein, damit die Box auch voll bleibt. Zur optimalen Ordnung. Box wechseln. Einverstanden? Jawohl.
und Box 3. Super. Kein Boxwechsel-Fail diesmal. Okay, Anton kann wieder weg. Wir nehmen mit Rotzanna. Wir nehmen mit unseren Känguru. Und ziehen von dannen. Wir ziehen eine Leine, wir fliegen nach Azuria City. Ist noch ein bisschen schneller, als würden wir da jetzt wieder hochrennen. Durch den Tunnel oder durch Saffronia City oder so. Und fahren. Auch kein Bock, durch das Haus mit dem Schaufler da oben zu rennen. Wir zerschneiden jetzt einfach den Busch hier. Wir haben ja Zerschneider dabei. Nein, nicht Status. Tausch. Tausch. Damit Klofenster ganz unten ist und wir es mit einem Schnipser erreichen können. So. Pokémon Klofenser Zerschneider. Läuft. Da lang. So, und jetzt hier lang und da lang und dann hier und dort und überall und jenes und das und keine Ahnung. Wir haben da gar nicht nach einem Voltoball geguckt. Wir hätten da Voltoball fangen können vorm Felstunnel. Habe ich gar nicht dran gedacht. Hatte ich auch irgendwie gar keinen Bock drauf. Voltoball ist kacke, ganz ehrlich. Wer will Voltoball? Niemand will so ein suizidgefährdetes Opfer in seinem Team haben mit seinem scheiß Finale und Explosion. Ganz ehrlich. Mitnehmen. Unseren Hooligan. Uah! Es hat Bock. Wir hören's. Es hat voll Bock. Zu randalieren. Wir könnten es auch Randale Karle nennen. So, das Team ist komplett. Auf zum Kraftwerk. Auf zu Zapdos, dem letzten legendären Vogel-Pokémon, das uns noch fehlt. Lepras Surfer. Wir haben hier Magma fangen können. Das bedeutet, wir können hier kein Electek fangen. Alle, die jetzt die rote Pokémon-Edition spielen, könnten sich in folgendem Grasabschnitt ein Electek fangen. Oder im Kraftwerk? Oder da, wo man Voltoball fängt? Ne, ich glaube, im Kraftwerk könnte man sich dann Electek fangen. Irgendwo kann man sich in der roten Edition Electek fangen. Wie ist das mit ihm hier? Ihn machen wir auch kalt, oder? Da kommen wir doch niemals wieder hin. Mal schauen. Am wenigsten im Vorteil ist Dodri gegen Zapdos. Wir lassen einfach jetzt Dodri an der Spitze. Der hat aber bestimmt auch Elektro-Pokémon. Bist du auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Nein, ich möchte dein Po nicht sehen. Auch nicht deine Po-Sammlung. Was hast du da? Eine Sammlung von Arschfotos oder was? Ihorn. Okay. Hilft uns mit Dodri auch nicht weiter. Was kann der? Der kann Hornattacke, ja. Er kann bestimmt auch Steinwurf. Da wäre es wahrscheinlich sinnvoll, Nidoking einzusetzen. Weil er dem keinen Schaden macht. Oder kaum Schaden. Stampfer, ja, okay. Hat jetzt aber auch nicht viel Schaden gemacht. Wirklich, Erdbeben geht daneben. Ganz ehrlich. Das wäre nicht nötig gewesen. Das tut doch nicht Not. Und ein Schlurp. Da können wir jetzt wieder Dodri einsetzen. So, Bohrschnabel. Dürfte ausreichen. Heidewitzka. Halt den Wichser, Heidewitzka. Herr Kapitän. Naja, macht nichts. Doch, macht ganz viel, macht EP. Ja. Rocket-Versteckmusik. Ist scheiße. Kann ich nicht leiden, aber ich habe auch keine Lust, sie hier auszustellen. Also die Musik bleibt Level 24. Lohnt sich das wahrscheinlich nicht, oder?
Wir finden es mit einer Triplette heraus. So, es lohnt sich. Ja. Marginal. Hat ungefähr so viel EP gebracht wie die Pokémon in der Siegelstraße, die sich nicht entwickelt haben. Onix ausgenommen. Magnetilo. Ich glaube, selbst Rosana würde dieses Magnetilo inzwischen töten. Wir versuchen es einfach mal so mit einem Ball. Nee, unser Dodri kann ja Schnabel. Vielleicht schnabeln wir es nicht tot. Es ist ja immerhin nicht sehr effektiv. Vielleicht haben wir Glück. Ja, mordsmäßiges Glück, dass wir schon wieder einen verdammten Volltreffer landen, ey. Alter Schwede. Meins? Oh. Ja. Wäre nicht nötig gewesen. Habe ich aber auch ganz vergessen, dass da Voltobälle und Elektrobälle liegen, die man ansprechen kann und einen töten wollen. Explosionsgefahr. Okay, tot. Ja, wenn die mit 24 explodieren, also Level 24 ist es das eine. Aber mit 40, ich glaube, das wird unser Dodri aus den Latschen fegen. Wäre nicht so cool. TM33. Juhu, genau das wollten wir doch nicht. So ein Voltoball. Ja, A drücken kann helfen, damit es weitergeht. Ach, Triplette. Okay, es ist kein Volltreffer nötig, um es zu töten. Okay, das ist weg. Ja, egal, wir sprechen alle Bälle an. Es können ja immer noch Items sein. Was ist TM33 eigentlich gewesen? Ein wildes Raichu. Halt die Luft an. Pokémon. Ja. Darauf haben die Elektroattacken halt keine Wirkung. Deswegen wäre es auch die optimale Wahl gegen Zapdos, aber ja, Angriff sinkt, das ist gut. Das ist sehr gut. Och Mann, immer diese verdammten Volltreffer, wenn wir ein scheiß Pokémon fangen wollen. Was soll denn das? Oh, Alter, ich krieg das Kotzen. Meine Fresse, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, besser jetzt als gleich bei Zapdos und immer wieder neu starten, aber trotzdem ganz ehrlich, ey. Wenn das mal passiert, okay. Aber das ist jetzt gerade wirklich sehr penetrant. Sehr, sehr penetrant. Boah, meine Güte, ey. Okay, Triplette ist zur Hälfte aufgebraucht. Ja, wenigstens sind die EP für die Voltoball in Ordnung. Kann man mitnehmen. Ist eigentlich ungewöhnlich, dass wir jetzt mit dem Dodri hier durch die ganzen Elektro-Pokémon ziehen und das Dodri hier leveln. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Dodri viel schneller den Löffel abgibt. Ja, da kann man mal einen Ball werfen. Wir dürften ja auch immer noch genug für Zapdos dann übrig haben. Selbst wenn wir jetzt noch ein paar mehr Bälle werfen auf andere Pokémon. Also ich denke schon, dass Zapdos das schwerste der drei legendären Vogel-Pokémon ist, um es zu fangen. Dieses Pokémon wird oftmals mit einem Pokéball verwechselt. Es lebt vorwiegend in Kraftwerken, tatsächlich. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir das hier im Kraftwerk finden. Wo wir schon mal da sind und es gefangen haben. Ich meine nur. Aber wenn Voltoball Level 40 ist, eigentlich kann man hier mal mit Surfer hin. Ja gut, Level 40er Voltoball kann man schaffen. TM25 ist Donner, das weiß ich noch.
Aber was ist TM33? Reflektor, okay. Das werden wir einem Pokémon unbedingt nicht beibringen. Ja, Pikachu, juhu. Kann nicht nochmal ein Raichu auftauchen, das wir dann vielleicht auch fangen? Wirklich, da bin ich jetzt echt immer noch drüber angepisst. Raichu ist hier doch wirklich verdammt selten. Wahrscheinlich so selten wie Pikachu im Vertania Wald. Dann treffen wir mal eins. Und dann kloppen wir es kaputt. Und es hat er sogar vorher noch Heuler eingesetzt, sodass wir, ach man, wirklich noch geminderten Angriff hatten. Das ist so bitter. Dieser verdammte Volltreffer.